Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Nexus Uni. In diesem Video zeige ich euch die erweiterte Suche und zeige euch auch, welche Operatoren, das heißt, welche Mini-Befehle es in Nexus gibt. Diese könnt ihr immer gut nutzen, um eure Suche schon bevor ihr Enter drückt, also bevor ihr die Suche startet, einzugrenzen, damit ihr nicht immer 10.000 und mehr Treffer erhaltet. Die erweiterte Suche findet ihr hier unter diesem Suchschlitz, also unter der Schnellsuche. Da steht links am Rand erweiterte Suche. Und wenn ihr da draufklickt, öffnet sich diese und das Fenster sieht ein bisschen anders aus. Klar, ich sehe schon mal zwei Suchschlitze. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten, was einzugeben. Ich kann beim Bereich Datumsbereich das Datum festlegen. Das heißt zum Beispiel, ich möchte nur Zeitungsartikel von heute haben. Ich möchte die der letzten Woche, da kann ich einen Datumsbereich eingeben. Oder was auch schön ist, das Datum liegt vor einem bestimmten Tag oder nach einem bestimmten Tag. Nach einem bestimmten Tag ist zum Beispiel schön, um herauszufinden, wie hat eine Zeitung nach dem Amtseintritt von Donald Trump über ihn berichtet. Oder man möchte genau wissen, was wurde vor dem Amtseintritt von Barack Obama alles über ihn geschrieben. Und ich kann Quellen hinzufügen. Das, was ich in dem Einsteiger-Tutorial schon gezeigt habe, was ihr tatsächlich auch in der Schnellsuche könnt. So, ich zeige euch jetzt mal die Funktion des Uns, des Oders und des Und nichts. Und bedeutet immer, es werden beide Begriffe gesucht. Oder bedeutet auch, es werden beide Begriffe gesucht, aber sie werden anders verknüpft. Ich zeige euch gleich den Unterschied. Und nicht bedeutet, es wird der eine gesucht, aber der andere Begriff darf nicht vorkommen. Da das alles ein bisschen abstrakt ist, gebe ich jetzt mal einfach ein Fair in die erste Suchzeile und Fashion in die zweite Suchzeile und verknüpfe sie mit diesem Und. Das heißt, er sucht jetzt Artikel, in denen die Wörter Fair und Fashion drin vorkommen. Das werden jetzt ganz schön viele sein. Ich habe ja keinen Datumsbereich eingeschränkt. So. 10.000 und mehr Ergebnisse und ihr seht, er findet alle Sachen zu Fashion, 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 Fashion und da steht das Fair mit drin. Jetzt nehmen wir hier mal Alabama als Einschränkung des Publikationsortes. Da sind es exakt 70 Treffer, wo Fair und Fashion immer beide drin vorkommen. So. Ich gehe nochmal auf die erweiterte Suche, da kommt mir ganz einfach hin, wenn ihr hier oben unter Nexus Uni mit dem R, also mit dem Logo auf erweiterte Suche klickt. Da steht dann auch noch drin, was ihr eingegeben habt. Und jetzt wähle ich statt dem Und das Oder aus. So, und ich starte einfach dieselbe Suche nochmal. Ja, und da kommt es. So, ich habe wieder 10.000 Ergebnisse, aber wenn ich mir jetzt Alabama angucke, wo es eben nur 70 waren, habe ich auf einmal über 2.500 Ergebnisse. Woran liegt das? Das Und sagt, der erste Begriff plus den zweiten Begriff. Also nur wenn wirklich beide Begriffe in einem Artikel vorkommen, dann listet er hier er ihn hier auch auf. Das Oder sagt, entweder soll Fair drin vorkommen oder es soll Fashion drin vorkommen. Das heißt, er sucht alle Artikel durch und sucht die Artikel raus, wo zum Beispiel auch nur das Wort Fair drin vorkommt oder wo auch nur das Wort Fashion drin vorkommt, aber nicht zwangsweise beide. So. Jetzt zeige ich euch den letzten Operator, das ist und nicht. Damit schließe ich jetzt das Fashion aus. Das heißt, er müsste mir jetzt nur noch Ergebnisse anzeigen, wo das Wort
Träger drin vorkommen, aber nicht das Wort Fashion. Suchen wir einmal. So. Und ihr seht, kein Fashion taucht mehr hier in diesen Artikeln auf. Und auch die Ergebniszahl hat sich wieder verändert. Das heißt, ihr könnt diese Operatoren nutzen, wenn ihr zum Beispiel gezielt Begriffe ausschließen wollt oder Begriffe immer nur in einem bestimmten Zusammenhang suchen wollt. So. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf die Schnellsuche, auf die erweiterte Suche und zeige euch noch einen coolen Trick. Und zwar das Trunkieren. Wenn ich jetzt suchen will Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, müsste ich entweder ganz schön viel tippen und ich habe auch nicht die Schreibvariante drin mit Feuerwehrmänner/Frauen oder sonst irgendwie gegendert. Dafür gibt es die Trunkierung, wenn ich jetzt hier Feuer eingebe und das Sternchen dahinter setze und auf Suchen klicke, dann findet er alle möglichen Ergänzungen des Wortes Feuer. Das heißt, im ersten Artikel hier finde ich schon Feuerwehrleute, Feuerwehrsprecher, Feuerwehrchef, aber auch einfach den Plural von Feuerwehr, Feuerwehren. Er würde jetzt auch, wenn es irgendwo drin vorkommt, Feuerlöscher oder Feuerball finden. Es ist also sehr cool, wenn ihr nicht genau wisst, suche ich nur die Einzahl oder suche ich immer den Plural. Da könnt ihr euch ein bisschen helfen. Ihr müsst aber aufpassen, ihr seht hier, das gibt ganz schön viele Treffer. Und ihr müsst immer drei Buchstaben vor dem Sternchen stehen haben. Das heißt, wenn ihr nur zwei habt, also wenn ich jetzt nur FE und das Sternchen eingeben würde, wie es hier oben jetzt in dieser Suchleiste steht, dann bekommt ihr sehr ungenaue Ergebnisse. Also das bringt dann auch einfach nichts. Überlegt euch, das ist eine echt coole Sache, die anzuwenden. Was auch noch cool ist, ist die sogenannte Phrasensuche. Ich gehe mal zurück zur erweiterten Suche. Die Phrasensuche, das ist in den meisten Fällen Anführungsstriche, die gesetzt werden, die suchen Wörter in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, bei Fair Fashion zum Beispiel, wenn ich das in Anführungsstrichen setze, Fair Fashion wird gefunden, aber Fashion Fair wird nicht gefunden. Falls ihr euch das alles nicht merken könnt, hier gibt es Definition und Hilfe. Hier sind nochmal die Operatoren gelistet. Hier gibt es auch nochmal einen Hinweis, was durchsucht wird. Und hier gibt es noch den Punkt Abstandsoperatoren. Das ist dann für die fortgeschrittene Suche, wenn ihr sagt, okay, ich möchte ein Wort immer in den ersten 25 Begriffen eines Artikels haben. Also meistens in so einem Abstract oder so. Oder das Wort muss mindestens 10-mal in dem Artikel drin vorkommen, sonst interessiert er mich nicht. Könnt ihr alles machen, wenn ihr drauf Lust habt. Es gibt noch die weitere Hilfe. Wenn ich draufklicke, öffnet sich diese und ihr seht, diese erweiterte Hilfe ist komplett auf Englisch. Da wird alles nochmal sehr genau erklärt. Aber das meiste kriegt ihr auch mit den Hinweisen von der Seite hin. Ich hoffe, das hat euch geholfen bei eurer Suche und ihr werdet es einfach mal ausprobieren. Spielt ein bisschen rum. Guckt, was welcher Operator macht, damit ihr auch wisst, wie genau ihr sie einsetzen müsst. Übrigens könnt ihr auch Sachen wie und das Sternchen bei uns in unserem Bibliothekskatalog verwenden. Probiert's einfach mal aus.